Ich freue mich, im Rahmen eines Kurzvortrages zum Thema Innovationen in Lern- und Prüfungsszenarien meine Gedanken über die digitale Revolution der Lehre zur Diskussion stellen zu dürfen. Ich habe dazu folgende Gliederung vorgesehen. Zunächst werde ich über die Digitalisierung im Allgemeinen sprechen, danach die daraus resultierenden Lehr- und Lernformate ansprechen. Ich werde etwas zum Thema Prüfungsformate sagen und schließlich einige Maßnahmen vortragen, die meiner Ansicht nach zum Erfolg der Digitalisierung führen könnten. Dass die Digitalisierung unausweichlich ist, ist spätestens seit 2013 bekannt, als zum Beispiel gegen Ende 2013 Frau Wintermantel, eine der renommiertesten Bildungspolitikerinnen Deutschlands, sagte, die deutschen Hochschulen müssen bei dieser Entwicklung dabei sein, sonst verschwinden sie von der Landkarte. Eine ziemlich radikale Äußerung, aber ich werde zeigen, dass das wirklich so sein kann, wenn wir nichts unternehmen. Zu diesem Zweck möchte ich zunächst einmal zeigen, wie wir von der klassischen Lehre, der nicht digitalisierten Lehre, zur digitalisierten Lehre kommen. Und Sie sehen hier schon meine Symbolik. Alles, was klassisch ist, ist grün. Alles, was digitalisiert ist, ist hellblau. Schauen wir uns mal den Kern einer klassischen Lerneinheit an. Wenn Sie einen Unterrichtsblock nehmen, dann müssen ja die Themen, die Inhalte irgendwo herkommen. Und das ist in der klassischen Lehre so, dass sie aus Büchern, aus Printformaten, aus Schriften kommen und dann in einem komplexeren Zusammenhang vermittelt werden. Dabei steht in der Regel ein Lehrender, es können auch mehrere sein oder Gruppen, vorn und vermittelt die Inhalte an die Gruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort. Und die Teilnehmer schließlich haben in einem gemeinsamen Lerntempo, aber mit völlig unterschiedlichen Inhaltserschließungsstrategien, mit diesem Inhalt fertig zu werden. Zusätzlich gibt es Begleitmaterialien, Materialien, die den Lehr- und Lernprozess unterstützen sollen. Das sind Datenblätter, Analyseaufgaben, klassische Hausaufgaben, Lesestoff und so weiter und so fort. Eine solche Lerneinheit gilt es nun zu digitalisieren. Der Inhalt wird in digitale Formate überführt. Das ist nun optimalerweise Multimedia-Format. Das heißt, Sie entwickeln ein sehr komplexes Lernsystem, das in hohem Maße interaktiv ist. Dass das nur von ausgewählten Teams, großen Teams mit viel Zeit und viel Geld überhaupt realisierbar ist, dass das so ist, habe ich in mehreren Veröffentlichungen bereits nachgewiesen. Aus diesem Grunde empfehlen viele für die Digitalisierung den Einsatz von Lehrvideos. Allerdings nicht irgendwelcher Videos, sondern Lehrvideos im Allgemeinen. Was das für Formate sind, darauf kann ich in diesem Kurzvortrag nicht eingehen. Diese digitalisierten Inhalte, also videobasierte Inhalte mit noch etwas drumherum, die werden nun auch computerbasiert vermittelt, das heißt, es gibt bestimmte Vermittlungsszenarien für diese digitalisierten Inhalte und die Lernenden erschließen diese Inhalte auch über ihre Computer. Zusätzlich gibt es Begleitmaterialien, wie üblich, Hausaufgaben. Das kann zum Teil noch in klassischen Formaten geschehen, aber auch hier beobachten wir einen Übergang in immer digitalisiertere Formate. Nun, was macht man jetzt, wenn die Inhalte digitalisiert sind, wenn wir digitalisierte Lerneinheiten haben? Um das herauszufinden, möchte ich Ihnen zunächst einmal die klassische Lehre vorstellen. Klassischerweise wurden die Inhalte, die nicht digitalen Inhalte, also die in Buchform wie hier dargestellt vermittelten Inhalte oder die aus Büchern stammenden Inhalte, in einem Hörsaal vorgetragen. Man versammelte sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, und jemand hat diese Inhalte vorgetragen. Im Anschluss daran, und Sie sehen das hier auf der Zeitachse rechts, wurde zusätzlich dann Material bereitgestellt, auf der Basis dessen man üben und vertiefen konnte, und zwar in selbstgesteuerter Form. Es gab auch Lehrgruppen, Lerngruppen, aber in jedem Fall außerhalb des Hörsaals im Anschluss. Nun digitalisieren wir die Lehre und Sie sehen allein schon an der Farbgebung hier, das passt nicht mehr so ganz. Die Inhalte, die ja nun digital vorliegen, können ja schlecht im Hörsaal erneut vorgetragen werden. Wir können ja schlecht ein Video im Hörsaal zeigen. Also werden diese Inhalte aus dem Hörsaal herausgezogen. Und nun können Sie selbsttätig
erschlossen werden, selbsttätig aufgenommen werden. Die große Frage ist, was macht man nun im Hörsaal? Eine Variante wäre, man lässt den Hörsaal einfach weg, dann bekommen wir in irgendeiner Form ein Online-Format. Ob das der Wunsch der deutschen Hochschulen ist, wage ich zu bezweifeln und finde es auch nicht wünschenswert. Also machen wir Folgendes, wir verschieben die Inhalte, die bisher außerhalb des Hörsaals waren, in den Hörsaal hinein. Und ein solches Modell nennt man das Inverted Classroom-Modell, wobei ja der Begriff eigentlich nicht ganz richtig ist, denn wir haben ja nicht den Klassenraum umgedreht, sondern wir haben die Lehr- und Lernaktivitäten auf der Zeitachse nach links verschoben und den Hörsaal an Ort und Stelle gelassen. Nun sehen Sie an diesem Hörsaal, dass noch etwas fehlt. Der Hörsaal hat nämlich noch die klassische Sitzreihenarchitektur. Wenn Sie aber nun im Hörsaal Material zum Vertiefen und Üben bereitstellen, dann sollte erwartet werden, dass Sie auch die Hörsaalaktivitäten ganz anders gestalten, dass Sie nämlich als Lehrkraft nicht mehr der Lehrer, der frontal auf der Bühne steht, sind, sondern dass Sie die Inhalte vertiefen, mit Ihren Lernenden gemeinsam üben. Und dazu ist die gegenwärtige Hörsaalarchitektur nicht sehr förderlich. Wir haben im Jahr 2015, wenn wir Inverted Classroom-Szenarien einsetzen, so wie Sie es hier sehen, leider mit einer Architektur zu kämpfen, insbesondere bei großen Gruppen, die nach wie vor auf der Sitzreihenarchitektur basiert. Und hier in der Mitte dieses Bildes sehen Sie die meine Tutorin, wie sie sich sehr umständlich in die Hörsaalreihen begibt, um mit den Studierenden gemeinsam zu üben. Insofern schlage ich vor, dass man hier darüber nachdenkt, wie man die Hörsaalarchitektur in etwas, was man Smart Working nennen könnte, in absehbarer Zukunft umwandelt. Zusätzlich erhebt sich nun die Frage, wie können wir diese neuen Lehrformate unterstützen. Woher weiß ich überhaupt, dass die Studierenden, die in einen Hörsaal kommen, die Inhalte, die digital vorliegen, auch aufgenommen, auch durchdrungen haben? Nun, um das sicherzustellen, bedient man sich heute neuer Testformate. Man hat auf der einen Seite diagnostische Tests, die mit den digitalen Lerneinheiten zusammen interagieren, auf der Basis dessen die Studierenden mit permanentem Feedback ihren Wissensstand überprüfen können, ohne dass es jemand wahrnimmt oder irgendeinen Noteneinfluss hat. Und dann gibt es die Mastery-Worksheets. Das sind Worksheets, die nach unserem eigenen Modell ein Bindeglied zwischen digitaler Phase und der Phase im Hörsaal sind. Anhand der Ergebnisse dieser Worksheets überprüft werden kann, ob die Studierenden die Inhalte auch gut vorbereitet haben. Dabei werden neue Testformate eingesetzt, wie zum Beispiel virtuelle Tastaturen hier oben oder Eingabetest, Eingabeübungen, wo man Texte tippen muss oder etwas, was wir Dynamic Multiple Choice nennen, wo nicht mehr das schlichte Auswählen von 4 oder 5 Optionen gefragt ist, sondern wo jedes Mal neu gefragt werden muss, ist die angebotene Antwort bereits die richtige. Soweit zur Kombination von Lehr- und Prüfungsformaten und der Digitalisierung. Also wenn Sie heute von einer modernen Hochschullehre sprechen, dann haben Sie in etwa ein solches Modell vor sich, wie Sie es hier sehen, einen Inverted Classroom mit verschiedenen elektronischen Testszenarien. Die Frage ist, woher bekommen wir die Unterstützung für die Einrichtung solcher Formate? Sind es etwa die Studierenden, die uns helfen, die solche Modelle einfordern? Nun, die Studierenden sind es mit Sicherheit nicht. Sie haben primär ihre Credit Points, ihre Studiengänge im Auge. Und die Lehrenden? Nun, die Lehrenden, die werden versuchen, alles beim Alten zu behalten, den Status quo, den sie bisher haben, auch aufrechtzuerhalten. Denn mit Lehre können sie ja nicht punkten. Lehre gibt ihnen keine Reputation. Warum sollen sie sich dann mit Lehre überhaupt befassen? Also können nur die Politik und die Hochschulleitungen diejenigen sein, die uns bei der Einrichtung dieser digitalen Lehr- und Lernszenarien unterstützen, vielleicht sogar in Form eines geringen oder auch höheren Geldbetrages. Schauen wir uns mal an, wie das gehen könnte, wo der Anspruch und wo leider immer noch die Realität liegt.
Die Politik. Hier sehen Sie die Homepage des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst. Vor einiger Zeit, 2014, wurde dort geworben mit diesem Bild. Hessen setzt auf moderne Lehr- und Lernmethoden. Wunderbar, alles hervorragend, überhaupt nichts einzuwenden. Nur wenn man dann liest, was wirklich getan wird, Live-Übertragung zwischen Hörsälen, Videokonferenzen, webbasiertes Streaming, Ausbau von Lernplattformen, dann ist die Realität leider die, dass mehr für Technologie als für Lehren und Lernen und Didaktik ausgegeben wird. Hier also klar die Forderung der Umwidmung der Mittel in mehr Didaktik, mehr Lehren und Lernen, um die Digitalisierung auch sauber fundiert in den Griff zu bekommen. Ja, und die Hochschulen? Nun, die Hochschulen, die Politik und die Hochschulen, um es mal zu kombinieren, die geben ja auch zusammen Informationen heraus, wie sie zu dem Thema stehen. Es gibt die Broschüre E-Learning an hessischen Hochschulen. Hervorragend. Nur wenn man mal reinschaut, was da drin steht, und ich habe das in Form einer Tag-Cloud versucht, die wichtigsten Begriffe, die mindestens zweimal in dieser Broschüre auftauchten, dann so anordnet, dass ihre Größe, ihre Wichtigkeit signalisiert. Wenn Sie sich das nun anschauen, dann sehen Sie wieder die Realität. Und in der Realität steht die Technik im Vordergrund. Versuchen Sie mal das Wort Didaktik in dieser Tag-Cloud zu finden oder das Label Lehre und Lernen. Sie werden lange suchen müssen. Also hier auch nicht die totale Abwahl von Technik und Technologie. Nein, das ist nicht gefordert. Die Technik muss funktionieren. Wichtig ist aber, dass sie nicht mehr nur im Vordergrund steht. Ja, und die Hochschulen? Die Hochschulen selbst haben ja den Anspruch, dass sie lehren und forschen. Forschung hier in Blau dargestellt, Lehren in Rot. Sie werden gleich sehen, warum das so ist. Alle Hochschulen haben auf ihren Homepages, und ich habe hier zwei Beispiele, sehr explizit stehen, dass sie sich um das Lernen und Lehren und Forschen kümmern. Und was ist die Realität? Nun, die Realität ist, dass die Homepage nur die Forschung darstellt. Von Lehre weit und breit keine Spur. Man formuliert es überall, aber bekennt sich überhaupt nicht zur Lehre. Deswegen meine klare Forderung: Die Hochschulen müssen sich zur Lehre bekennen, ehe die Digitalisierung von Erfolg gekrönt sein wird. Zum Beispiel in Form einer solchen Homepage, das wäre mein Wunsch, wo eben Forschung und Lehre direkt nebeneinander sind und dann unter Lehre Dinge wie Lehrpreise, Lehrprojekte, Digitalisierungsstrategien und auch MOOCs natürlich erwähnt werden. Ja, lassen Sie mich zusammenfassen. Die Hochschulen benötigen didaktisch fundierte Förderkonzepte. Ich hatte es erwähnt, von der Politik. Klare Bekenntnisse zur Lehre, die müssen Sie selbst aussprechen. Wir benötigen neue digitale Lehr- und Lernkonzepte. Wahrscheinlich werden sie alle in irgendeiner Form auf dem Inverted Classroom basieren. Und wir müssen uns auch Gedanken machen über Hörsäle mit didaktisch sinnvoller Architektur. Ich habe es mal Smart Working in Anlehnung an ein Projekt an der Fachhochschule Krems in Österreich genannt. Das Ziel unserer Bemühungen, was ich auch in meinem Handbuch Hochschullehre digital so ausgesprochen habe, ist natürlich nicht die Abschaffung des Hörsaals, die Abschaffung der Studierenden, die Abschaffung der Präsenzlehre. Nein, wir wollen die Präsenzlehre stärken, wir wollen sie neu ausrichten durch Blended Learning Formate, durch Online Formate. Auch E-Books werden da eine Rolle spielen. Adaptivität, ganz wichtig, die Anpassung der Lehr- und Lernmaterialien an den Lerner. Kurz, neue Präsenzformate werden entwickelt werden müssen, damit die Hochschulen nicht von der Bildfläche verschwinden, so wie es Frau Wintermantel gesagt hat und wie ich es am Anfang dieses Kurzvortrages erwähnt habe. In diesem Sinne, hier sind unsere Publikationen und Webseiten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.